Auf hier in Waldise. Oben hast du deine Verhältnis. Klipprut, Schepprut. Wie damals bei seinen Siegen in Madonna di Campiglio. Da ist sie. Die Zeiten werden verglichen mit dem momentan führenden Timon Haugan. Lass ein bisschen mehr Platz. Na gut. Sehr gut. Jetzt kommt er auf das Schnee, wo er sieht, er mehr schläft, dass er seine Konsequenzen daraus ziehen will. Mehr wird gehen. Weniger auf der Kante sein. Weiter mit großem Vorsprung unterwegs, Daniel Juhl. Die letzten Tore, Juhl übernimmt die Führung in Waldise. Meisterleistung, wie Daniel Juhl, den wir kennen. Wenn es im Rennen ist, ist wie ein umgekehrter Handschuh. Er habe gehofft, er sei dieser Renntyp geblieben. So vorgestern. Habe das Training langsam aber sicher satt gehabt. Das Warten auf die Rennen. Jetzt ist das erste Rennen da und da ist auch Daniel Juhl. Ja, und was ja sehr wichtig ist, ist der Erfolg. Gibt ihm jetzt die Motivation, wieder zu trainieren. Weil wir haben es mit den Norwegern gesehen, das ist gleich wichtig in einem Training. Die Qualität kann noch herstellen. Also, Daniel Juhl führt. Es kommen noch 7. Es kommen noch 2 Österreicher, 2 Norweger. Ein Schwede und ein Franzose. Zuerst Marco Schwarz. Ja, Daniel, der läuft, muss ich ehrlich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Die zeitlichen Abstände sind minim. Ja, das ist eine Ansage in meinen Augen. Es sind zwar Gräbschnitte, die dann zuvor kommen. Und verliert nicht viel, Marco Schwarz. Marco Schwarz, wenn er immer das Ziel finisch, muss er immer gut im Auge behalten. Da ist er sehr gut. Aber Dani, das hat er natürlich, schau mal, das hat er so souverän gefahren. Zweiter Sektor viel besser beim Schweizer im Vergleich mit dem Österreicher. Hat er die Popov-Guinness-Variante gewählt, wird sicher noch ein bisschen Zeit verlieren. Etwas weiterer Weg hat ein paar Zehntel gekostet. Ah, jetzt dieser letzte Streckenabschnitt, ja, nicht schwarzmäßig geglückt. Nein. Darum fällt er. Ja, jawohl, doch. Okay. Auch gut. Also im Vergleich zu Daniel Juhl. Also merken wir uns, da unten ist Zeit gut zu machen. Auf den Schweizer. Dennoch fällt er auf Rang 3 zurück. Marco Schwarz. Ja, und dann läuft sie, du schaust, Dani. Mit der 7. läuft sie. Das ist wirklich eine ganz feine Ansage aus Schweizer Sicht. Laufbestzeit noch immer Tobias Kastellunger. Der Mann mit der Startnummer 67 noch immer an 4. Position. Es kommen nur noch 6. Das gibt ein Top-10-Ergebnis für den jungen Italiener. Er kommt dann als Letzter. Henrik Christoffersen. Der einzige Franzose, der noch oben steht. Alexis Bindurau, zweifacher Slalomsieger hier in Waldisère. Immer wenn er hier zum Slalom angetreten ist, hat er entweder gewonnen oder einen Nuller eingefahren. Im letzten Jahr nicht für den 2. Lauf qualifiziert. In diesem Jahr fällt er im ersten Streckenabschnitt des 2. Laufes hinter Juhl zurück. Oh, geht er noch eine Tore dran? Viel Risiko bei Bindurau. Zahlt sich zeitlich noch nicht aus. Hier geht er das Zärtchen gegen Lico mit dem Übergang. Rücklage bei Bindurau im letzten Streckenabschnitt. Er geht recht Risiko jetzt. Bindurau. Oh, das ist recht Risiko gegangen. Wow. Was für ein letzter Streckenabschnitt von Alexis Bindurau, trotz dieser Rücklage. Ja, vor einem Spoiler gehangen. Es ist ja, da kannst du den engsten Radius fahren, wenn der Ski nur auf den letzten 20 cm fährst. Wow. Das ist jetzt wirklich all in gewesen. 4 Zehntel auf was? 15 Sekunden. Wir haben es festgehalten. Es ist Zeit, gut zu machen auf Juhl, aber so viel haben wir jetzt nicht zugetrieben. Jetzt bringt er einen Schwarzfinish. Alexis Bindurau, Frankreich führt in Waldisère. Es kommen noch 5. Und als nächstes kommt der letzte Schweizer in diesem 2. Lauf. Als nächstes. Da hat er jetzt aber wirklich einen Priso Selbstvertrieb da in die letzte Tore geschmeißt. Bravo. Hat er gesammelt beim Super-G in
Beaver Creek. Dritter da, hat er gesagt, das gibt mir Luft, darauf möchte ich schweben. Das die Worte von Alexis Peintureau. Jetzt aber zu Loic Meyer. Nicht zufrieden nach dem ersten Lauf, obwohl er im fünften Zwischenraum klassiert war. Der begnadete Skifahrer, das ist wirklich so. Wie knagelt ist er auf der Ski? Position vor, zurück, links, rechts. Erster Streckenabschnitt, sehr gut. Die drei Zettel, die Peintureau müssen wir einfach noch. Die müssen er vor sein, wenn er noch will packen. Mindestens. Zweiter Zeitvergleich mit dem Franzosen. Es sind noch zwei Zehntel. Also der dritte Streckenabschnitt muss jetzt richtig stark sein von Loic Meyer. Ja, und er muss im Risiko gehen, wenn er vor will sein. Ja, vier Zehntel. In etwa an Position Juhl. Was macht er auf dem letzten Streckenabschnitt? Meyer, yes, geht in Führung. Super Abschluss von uns. Loic Meyer an der Spitze des Klassements in Val d'Isère. Und es sind nur noch vier oben. Jetzt holt er auf im Slalom. Ist er jetzt zufrieden? In der schwierigsten Disziplin holt er sich selbst vertrüben. Weil es beim Riesen nicht so geht und im Super-G überhaupt nicht. Hat ja auch gewechselt von der Riesen in die Slalom-Trainingsgruppe. Und was ich noch hinzufügen wollte, beim fünften Rang nach dem ersten Lauf im letzten Jahr war er nur einmal so gut klassiert in Garmisch, als er auf das Podest gefahren ist. Ein Podest liegt auch jetzt drin, nach diesem zweiten Lauf von Loic Meyer. Es kommen zwei, die zeitlich nicht viel vor ihm lagen. Im ersten Lauf mit Christopher Jakobsen und Manuel Feller. Dann kommen noch zwei Norweger, die haben schon ein gewisses zeitliches Polster. Also, Meyer führt, Juhl ist Dritter. Es kommt der Schwede, es kommt Christopher Jakobsen. Mit Startnummer 20 auf den vierten Rang vorgeprescht im ersten Lauf. Sagt er, wenn ich den Deali Prandini nicht trainiere, ist dieser hier im Slalom genau das Gleiche. Im letzten Jahr. Schau mal, die Ski, wie sie verschlägt und macht, aber immer total abwärts. Achtmal ausgeschieden, neunmal ins Ziel gekommen. 50-50. Er rutscht da, 5 cm spitz vom Ski weg, hoppla hü. Unglaublich. Zeitlich fast genau gleich schnell unterwegs wie Loic Meyer. Jetzt übertreibt es sogar das bisschen, wie der so hoch ans Tor geht. Wie lange geht das gut? Es sind 400, die er zurückliegt. Und da war er auch in Rücklage. Ui, ui, ui. Christopher Jakobsen gegen Meyer. Es ist Meyer. Was für ein Hundertstel-Krimi. Fast in jedem Sektor fast genau gleich schnell. Für ihn die Zielankunft schon ein großer Erfolg. Ich kann ihn nicht so erhöhen. Also er rutscht drin. Also wenn der Dämme mal den Ski greift, also ich glaube, der muss vorne wirklich schauen. Muss er fast den Ski kreuzen, für dass er an einem Tor vorbeikommt. So drin ist es, Töder. Das war die Rücklage die im letzten. Peintureau ist in Rücklage gefahren, genau. Er ist direkt. Ja, das war knapp, ist es eigentlich immer bei ihm. Letzte Saison auf dem Podest hier in Val d'Isère. Jetzt als Zweiter, es kommen noch drei, mindestens Fünfter. In Führung bleibt Loic Meyer. Fällt Manuel Feller hinter ihm zurück. Steht erstmals ein Schweizer in Val d'Isère bei einem Slalomrennen auf dem Podest. Schön Steve entlastet gsi Gott. Wenn er sich im Rücklage macht, das Steve entlastet. Knapp zurück. Das ist ein Krimi. Was haben wir anderes erwartet? Wenn man kämpfen muss, bin ich der Schnellste. So die Worte von Manuel Feller. Es bleibt bei dieser Hundertstel-Angelegenheit. Wie ich tief gebockt hat es noch da. Und unten war Meyer schnell. Jetzt der Rückstand angewachsen. Da haben alle mehr, jetzt die letzten drei. Ja, das ist schwierig. Feller im Ziel als. Yeah, nein, das gibt's ja gar nicht.
im letzten Sektor holt er wie viel Zeit raus aus dem Kastlunger? Fast 6 Zehntel, das läuft Bestzeit hat. Ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Feller schon wieder auf dem Podest. Gestern Zweiter, heute mindestens Dritter. Und jetzt beginnt das Schweizer Zittern bei Loic Meyer. Noch 2 Norweger kommen, die deutlich schneller waren im ersten Lauf. Ich habe schon im ersten Lauf gesagt, hier der letzte Teil ist keiner eigentlich Figi-Fägi am Anfang gefahren. Und jetzt hier Figi-Fägi, was? Ja, einfach so das Figi-Fägi, das du mit dem Mühlenspiel machst. Und jetzt diese... Wow, Bernd Duro, diese hier, Loic Oei. Loic Meyer auch, alle genau wollte ich sagen. Haben alle 3 bis 4 Zehntel auf dem Kastlunger im Ziel in der letzten 15 Tor rausgeholt. Das heisst, die Cremeschnitte gehen im letzten Teil all in. Lukas Broten. Der Zweitletzte, der diesen zweiten Lauf in Angriff nimmt. Letzte Saison 2-mal auf dem Slalom-Podest. Sieg in Wengen, Platz 2 in Kitzbühel. Vor 4 Jahren hat er hier seine ersten Weltcup-Punkte geholt. Mittlerweile ist er zum regelmäßigen Spitzenplatzfahrer avanciert. Ich sehe den Start, unser ganz gemütlich. Eine halbe Sekunde nimmt er an Vorsprung mit gegenüber Manuel Feller. Oh, das war knapp. Er ist Skiberg ab. Vorsprung ausgebaut. Herrlich. Wunderschön anzuschauen. Herrlich. Noch einmal den Vorsprung vergrößern können. 8 Zehntel sind es mittlerweile. So, das ist schwierig da oben, aber da. Das ist nicht ein Angriff auf Manuel Feller. Das ist eine Kampfansage an Henrik Christoffersen, der noch oben steht. Lukas Broten mit einem Superlauf. Super. Du hast gesehen, wie der gestartet ist. Wie so ein Bodie Miller oder so. Einmal ein Stöckchen, Tag, Rhythmus nehmen. Wichtig ist, gute Kurve zu fahren. Im Fahrer ist schon nicht am Start, holst du die Zeit raus. Wow. Wow. Der Frust vom WM-Outsider Brasilianer, er ja halb Norweger, halb Brasilianer, ist definitiv weg. Das war am Freitagabend. Am Sonntagnachmittag zeigt er eine Weltklasse-Leistung. Manuel Feller ein weiteres Mal auf dem Podest, aber nicht der Sieger. Er hier lässt sich schon fast als Sieger feiern. Einer steht aber noch oben, der heißt Henrik Christoffersen. Der hat in Val d'Isère den Slalom schon 2-mal gewonnen. Jetzt wieder so ein statistischer Kurzvergleich. Also in den letzten Slaloms meist Christoffersen erfolgreicher. Zum Glück hast du so eine gute Interpretationsgabe. Ja, da sind 2 Pfeile einfach grün und auf der anderen Seite gibt es keinen grünen. Okay, blau ist nicht gut, oder? Ja, blau ist einfach nicht ganz grün. Ist weniger grün. Ja, dafür gut. Die grünen Pfeile stehen für seine beiden Saisonsiege, die er in Garmisch geholt hat. Darum auch die kleine Kristallkugel. Jetzt visiert er seinen 3. Slalomsieg in Val d'Isère an. Auf dem Material des Rekordsiegers von Val d'Isère, Henrik Christoffersen. Norwegen gewinnt sowieso. Heißt der Sieger Christoffersen oder Broten? Ja, und dass der Ski verschlägt mit ihm, das ist nichts Spezielles. Je mehr, dass er sich in die Piste und in die Läufe beißen kann. Ja, da verliert er aber doch schon 3 Zehntel. Weit weg von diesem Tor. Ja, jetzt ist. Der andere hat keinen Fehler gemacht. Der andere hat keinen Fehler gemacht. Das holst du nicht mehr auf. Loic Meyer liegt 98 Hundertstel hinter Lukas Broten. Es geht jetzt um den Schweizer Podestplatz. 99 Hundertstel sind es bei Henrik Christoffersen bei der letzten Zwischenzeit. Dieser letzte Streckenabschnitt hat schon viel Spektakel gebracht. Christoffersen fällt zurück, Meyer auf dem Podest. Bravo. Und Lukas Broten gewinnt zum 2. Mal in seiner Karriere einen Weltcup-Slalom. Und meine Konklusion ist, dass der Ski von Henrik, wenn es anfängt, schlägt, noch nicht ganz so geschmeidig auf dem Schnee ist.
rechte Probleme. Gestern im Erstlauf und noch heute. Er ist einer, der eben mit diesen Schlägen zurechtkommen kann, der gerne eigentlich kämpft. Aber das waren jetzt schon ein paar Schläge zu viel. Ja. Hat er vielleicht mit dem Rossner vorher noch drauf stampfen? Müssen wir jetzt hier noch zuerst rausbekommen, wie er mit diesen Schlägen umgeht. Er, wo wir ja wissen, dass er halt im Training ja gerne alleinig ist und sehr gute Piste vorfindet. Okay, machst du auch mal. Hat mit ihm trainiert, aber das ist natürlich auch Kunst, was er da macht. Da war er nahe am Ausscheiden dran. Immerhin gibt es am Schluss für ihn Rang, was war das, 6, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit vorne genau. Dani. Ramon Biel, 15. Top 15 Resultat für Ramon Zenhäuser, drittbester Schweizer. 7. Daniel Juhl als zweitbester. Der Beste steht auf dem Podest. Zum ersten Mal steht in Waldise bei einem Slalom ein Schweizer auf dem Podest. Loik Meyach. Jetzt muss er von drüben holen, aber ein Slalom. Herrlich. Manuel Feller zum zweiten Mal an diesem Wochenende auf dem Podest. Zweiter gestern, zweiter heute und der Sieger kommt bei einem Weltcup-Slalom ein weiteres Mal aus Norwegen.